Alle Stationen bereit. Erbitte Freigabe von Test 13-1. Freigabe erteilt. Test 13-1 in 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Diesmal klappt es. Es muss klappen. 3, 2, 1, Start. Wir sind jetzt bei 20%. Das System läuft stabil. Es funktioniert. 28% und steigend. Stoppen Sie die Maschine, sofort! Verdammt, ich hätte die Fluchtkapseln zerstören sollen. Wache! Die haben wir auf Eis gelegt. Sie können Ihre Stimme schonen. Und jetzt schalten Sie die verdammte Maschine aus, bevor sie uns alle vernichtet. Ich denk nicht dran. Die Maschine wurde geschaffen, um jede Zivilisation zu zerstören, die sich technologisch zu weit entwickelt hat. Was reden Sie da? Hören Sie nicht auf sie. Sie ist vollkommen verrückt. Mir egal, was Sie glauben. Schalten Sie die Maschine aus oder muss ich nachhelfen? Ich werde nicht zulassen, dass Sie alles zerstören, woran wir so lange gearbeitet haben. Niemand kann den Prozess jetzt noch stoppen. Sie sind wahnsinnig. Haben Sie nicht gehört, was ich gesagt habe? Die Maschine wird alles zerstören. Wie kommen Sie darauf? Die Wächter haben es mir erzählt. Die Wächter wollen die Menschheit nur daran hindern, sich weiterzuentwickeln. Also gut. Ich weiß nicht, was hier abläuft, aber es gibt nur einen Weg, den Prozess zu stoppen. Wir müssen das Magnetfeld deaktivieren, das die Teilchen auf ihrer Kreisbahn hält. Seien Sie still! Und das funktioniert? Es ist nicht ungefährlich. Dabei kann Antimaterie entstehen. Oder ein schwarzes Loch. Aber das ist der einzige Weg. Sehr beruhigend. Und was soll ich tun? Ich muss ins Rechenzentrum. Und ich brauche jemanden, der die Energieversorgung der Firewall ausschaltet. Das können Sie nicht tun. Sie arbeiten für mich. Um die Firewall kann ich mich kümmern, wenn Sie mir erklären, wie das geht. Wenn die Hauptenergieversorgung ausfällt, ist die Firewall für einen kurzen Moment deaktiviert. Diese Zeit kann ich für die Umprogrammierung nutzen. Verstanden. Wo muss ich hin? An die Oberfläche, das Transformatorgebäude. Nehmen Sie den Aufzug, der sollte noch in Betrieb sein. Hier ist eine Zugangskarte. Und lassen Sie sich nicht von Van Riens Wachen erwischen. Bitte helfen Sie mir. Wir müssen zum Serverraum. Schnell! Hier, Max. Damit können wir in Verbindung bleiben. Ja, also ich bleibe hier. Ich kann aber jetzt nicht tauschen, so wie es aussieht. Das Herzstück der Maschine. Ach, wir haben wieder einen Mülleimer. Oh, ist das laut. Ein paar gebrauchte Posterstrips und ein Bleistiftstummel. Der Rest ist Müll. Ich hoffe, ihr versteht mich noch. Also. Wer hat denn die Posterstrips in den Müll geworfen? Die kleben doch noch prima auf beiden Seiten. Alter. Der kümmerliche Rest von einem Bleistift. Warum ist das so laut, Leute? Wir haben bereits alles besprochen. Ich soll ihn ins Rechenzentrum begleiten, damit er dort die Maschine umprogrammieren und das Experiment stoppen kann. Ach so, er kommt dann automatisch mit, wenn ich durch die Tür gehe. Ich dachte, ich muss den jetzt hier noch ansprechen. Aber es scheint ja, als ob wir hier noch was einsammeln können. Haben Sie können. Etwas dagegen, wenn ich mich in Ihrem Schreibtisch etwas umschaue? Wenn das hilft, den Weltuntergang zu verhindern, nur zu. Ja, vielleicht. Vielleicht finde ich noch irgendwo eine Bombe, wo ich dann alles mit explodieren lassen kann. Außer einem ferngesteuerten Modell-UFO mit Fernbedienung ist hier drin nichts Brauchbares zu finden. Kann ich dieses UFO hier mitnehmen? Klar, wenn Sie es brauchen können. Die Dinger zu bauen und zu steuern ist eines meiner Hobbys. Ja, die plappern hier so ganz locker lässig. Oh ja, die Apokalypse steht kurz bevor, aber ist kein Sieht Thema. Aufgeräumt aus. Lasst uns erstmal gucken, was wir hier noch alles haben. Rotes Telefon? Mal im Ernst, wen sollte ich jetzt anrufen? Wir müssen ins Rechenzentrum und die Maschine stoppen. Cunningham hat die Konsole zerstört. UFO-Modell? Marke Eigenbau. Aber solange es fliegt und sich gut steuern lässt, ist die Optik zweitrangig. So, nicht, dass ich hier noch irgendwas Kleines oder so vergessen habe. Ich kenne mich ja, ne? Steuerkonsole, rotes Telefon. Mülleimer haben wir, das haben wir, das haben wir. Gut verschnürt und ruhig gestellt. Ich werde sie mit Sicherheit nicht wieder befreien. Ja, du solltest eigentlich mit ihr reden, aber ist in Ordnung. Aschenbecher.
Ach Nina, du stehst da so blöd vor. Da liegt eine angerauchte Zigarre drin. Van Rien hat es wohl eilig. Eine von Van Riens Zigarren, nur leicht angeraucht. Okay, dann lass uns mal durch die Tür gehen. Das Sicherheitssystem wurde aktiviert. Sicherheitssystem? Laserbarrieren. Wenn wir die auslösen, wird der Gang hermetisch abgeriegelt und Gas eingeleitet. Ich sehe aber nichts. Das nennt man Reinraum. Hier drin haben wir nahezu staubfreie Luft. Da sind Laserstrahlen nicht zu sehen. Und was sollen wir jetzt tun? Man kann das Sicherheitssystem an der Konsole ausschalten. Dazu braucht man allerdings die passende Keycard. Die Sie nicht haben? Leider. Na schön. Vielleicht fällt mir ja was ein. An dieser Konsole kann man mit einer Keycard den Bewegungsmelder ausschalten. Das ist der hier, nehme ich mal an. Oder, naja. Verkleidet kommen wir auch nicht durch die Bewegungsmelder. Aber mal schauen, was in den Taschen der Laborkittel ist. Ein Schlüssel mit Feuerzeuganhänger und Schminkutensilien. Ja, Hauptsache, wir können uns nochmal schön schminken, kurz vorm Weltuntergang. Kein Thema. Mit Feuerzeuganhänger. Ein kleiner Schlüssel mit einem Feuerzeug als Anhänger. Okay. Damit könnte ich die Zigarre anzünden, nehme ich an. Ein roter Lippenstift. Ein aufklappbarer Taschenspiegel mit zwei Spiegelflächen. Damit könnte ich eventuell... ja, Strahlen ablenken. Aber ein Bewegungsmelder hat ja keine Strahlen. Oder ich habe einfach nur viel zu viel Dings gesehen hier. Man braucht eine Zugangskarte, um die Tür zu öffnen. Ja, und die ist hier links, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Ich benötige die passende Keycard, um die Bewegungsmelder abzuschalten. Ich probiere mal was. Ich weiß nur noch nicht was. Also, wir zünden erstmal die Zigarre an. Ich hasse diesen widerlichen Gestank. Nicht zu fassen, wie viel dicken, stinkenden Qualm diese Zigarre fabriziert. Okay. Die Frage ist jetzt... kann man so viel Qualm fabrizieren, dass das zu ist hier? Anscheinend nicht. Ist da die Keycard drauf? Ich komme da nicht hin, ohne den Alarm auszulösen. Ja, deswegen habe ich ja gedacht, dass wir jetzt hier irgendwie Qualm machen können, dass hier oben alles zu ist und dementsprechend auf den Tisch. Es kann nicht lang dauern, bis hier alles voller Zigarrenrauch ist. Na also. Oh. Oh. Ich dachte, wir haben nur einen Bewegungsmelder. Wenn die Laserstrahlen unterbrochen werden, wird sofort Alarm ausgelöst. Ja, aber können wir jetzt tatsächlich Mission Impossible-mäßig hier das... Damit könnte ich den Laserstrahl umleiten. Aber wie soll ich die Spiegel befestigen? Kann man das irgendwie... kann man nicht mit dem UFO machen... Ach so, Powerstrips. Ich klebe mal ein paar der Posterstrips auf die Rückseiten der beiden Spiegel. Ja, und dann fliegen wir da durch. Nee. Dann kann ich es direkt hier machen. Okay. Okay, dafür brauche ich jetzt ein ruhiges Händchen. Ich breche den Taschenspiegel auseinander, befestige den einen Spiegel an der linken Wand und leite danach mit dem anderen Spiegel den Laserstrahl um. Perfekt. Es hat geklappt. Ja, quetsch dich da mal durch. Durch die Lücken im feinmaschigen Lasernetz passe ich nicht durch. Oder ist das... ach, das ist nur hier vorne. Das ist jetzt nicht die komplette Breitseite hier, oder? Moment, dann probieren wir mal. Können wir auch nicht. Können wir irgendwas mit dem Lippenstift machen? Bleistift? Keine Ahnung. Soll ich mir Notizen dazu machen? Ich weiß es doch nicht. Marke Eigenbau. Aber solange es fliegt und sich gut steuern lässt, ist die Optik zweitrangig. Also,
Ich hätte jetzt gesagt, oder muss ich das irgendwie mit mir benutzen oder so? Dass man das... Moment, Nina, komm mal ein Stückchen hier. Nee, das geht nicht. Lasergitter, Lasergitter. Sensor. Der Sensor erzeugt einen Laserstrahl, der über viele kleine Reflektoren zu einem feinmaschigen Netz wird. Ja. Zum Rechenzentrum, Lasergitter. Ich hätte gesagt, ich schicke das hier durch, aber... Oder ist das... Moment. Das UFO-Modell passt jetzt durch die Lücke in der Lasersperre und könnte danach unbemerkt durch den Gang gesteuert werden. Jetzt muss mir nur noch was einfallen, wie ich die Keycard mit dem UFO hertransportieren kann. Nichts leichter als das. Ich klebe ein paar der Posterstrips an die Unterseite des UFO-Modells. Also vorausgesetzt natürlich, dass es nicht runterfällt. Das UFO-Modell passt durch die Lücke im Lasergitter. Steuern kann ich es allerdings leider nicht so präzise, um damit die Keycard herzuholen. Könnten Sie mir kurz helfen, bitte? Wobei? Ich habe einen Teil des Lasergitters umgeleitet. Respekt. Wir können das Modell jetzt auf die andere Seite buxieren und damit die Keycard von der Ablage holen. Kinderspiel. Geben Sie mir die Fernsteuerung und platzieren Sie Betty vorsichtig hinterm Gitter. Betty? Fragen Sie lieber nicht. Wie Sie meinen, dann bringe ich Betty mal in Stellung. Sie haben es geschafft. Eine meiner leichtesten Übungen. Verdammt, was ist jetzt los? Frau Kalenko, wohin deswegs? Im Moment wohl offensichtlich nirgendwohin. Ah, Gruber. Zu meinem großen Bedauern muss ich Ihnen leider mitteilen, dass ich das nicht zulassen kann. Mist, ich muss hier raus. Hat er irgendwas? Nee, er hat nur... Okay. Knöpfe. Knöpfe bringen mir wahrscheinlich nichts, oder? Sinnlos. Der Fahrstuhl ist blockiert. Ja, dachte ich mir schon. Kann man hier unten was machen? Nee. Knöpfe. Ah, Platte. Mit bloßen Fingern lassen sich die Schrauben nicht lösen. Ja, aber ich habe nur die Karte. Damit könnte ich die Platte vielleicht abschrauben. Geschafft. Okay, da liegt was. Führungsräder. Ja, ich habe hier nur die Führungsräder. Die Räder laufen auf einer Metallschiene und bewegen so den Fahrstuhl nach oben und unten durch den Schacht. Dann nimm du mal die Leiter. Oh, oh. Verdammt. Oh, der reißt sich doch die Hand ab, oder? Das war knapp. Ich hoffe, bei Nina läuft's besser. Achso, ich dachte, da kommt jetzt noch eine Sequenz oder sowas. Hab ich mich jetzt erschrocken. So, Moment. Wir haben die Schlüsselkarte. Das heißt, wir öffnen die Krankenstation. Warum bin ich eigentlich nicht die Treppe hochgegangen? Achso, zum Fahrstuhl. Na gut. Das ist die Krankenstation. Okay. Ja. Was haben wir denn alles? Wir haben einen Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel. Wofür haben wir einen Schlüssel? Kühlkammer? Moment. Wahrscheinlich ist der Schlüssel aber nicht hierfür. Wahrscheinlich ist er für einen Schrank. Der Schlüssel passt.
Im Schrank ist Verbandszeug, Desinfektionsmittel, ein Laserpointer und ein Defibrillator. Okay. Damit kann man sich zum Beispiel die Hände desinfizieren. Nee, echt? Ein Laserpointer, Klasse 4? Wusste gar nicht, dass es sowas in so klein gibt. Nicht übel. Mit dem mobilen Defibrillator kann man durch gezielte Stromstöße Herzrhythmusstörungen beenden. Oder bei unsachgemäßem Gebrauch genau das Gegenteil bewirken. Ein paar Mullbinden. Okay. Muss ich jetzt jemanden wieder... Heißt das, ich muss noch mal sterben oder so? Kann ich da eigentlich hin? Max ist nach oben gegangen, um im Transformatorgebäude die Stromversorgung zu unterbrechen. Offenbar nicht. Ein Laserpointer, Klasse 4? Wusste gar nicht, dass es sowas in so klein gibt. Nicht übel. Kann man mit denen irgendwas machen? Wahrscheinlich, wenn dann irgendwo... Lasergitter... Rechenzentrum. Kann ich jetzt das Ding hier oben nicht mehr ansteuern? Anscheinend nicht. Moment. Nee, doch, Sensor. Aber den Sensor kann ich auch nicht ansteuern. Das sind nur die Türen. Das ist jetzt eine gute Frage. Und dann muss ich da in der Krankenstation irgendwas machen. Habe ich hier noch nicht alles gesehen? Doch eigentlich schon. Kühlkammer, Computerterminal, können wir da noch... So weit reichen meine medizinischen Fähigkeiten leider nicht, um hier jemanden aus dem Kälteschlaf zu holen. Also anscheinend nicht. Er ist leer. Eigentlich? Ja, das haben wir nämlich eben schon gemacht, ne? Das war nur der Schreibtisch, da können wir auch nichts mitmachen. Kontrollraum. Haben wir denn hier noch irgendwas, was wir... Ja, zum Rechenzentrum können wir ja schlecht gehen, ne? Da jetzt hinzugehen, würde den Alarm auslösen. Naja, deswegen... Können wir da nochmal rein? Aber hier haben wir ja schon alles... Da haben wir schon alles gesehen. Also, wir haben die Karte geholt. Das Problem ist, was machen wir jetzt hier mit den Lasergittern? Mit den beiden Spiegeln habe ich den Laserstrahl so umgelenkt, dass im unteren Bereich eine kleine Lücke entstanden ist. Ja, das ist toll. Was haben wir denn hier noch alles? Klebestreifen? Kann man das irgendwie benutzen? Man muss es ja mit irgendwas benutzen, aber... Den Schlüssel haben wir drinnen schon benutzt. Außerdem haben wir... Können wir hier nochmal irgendwas nach? Hier hängen zwei Laborkittel. Noch eine Keycard. Fast so vielseitig wie ein Schweizer Taschenmesser. Das können wir auch nicht irgendwie benutzen oder so. Sensor. Lasergitter, Sensor. Das mit dem Laserpointer. Ich hätte sonst gesagt... Wir machen da irgendetwas, dass wir da, jetzt kann ich den Tisch hier noch nicht mal mehr anvisieren oder was? Dass wir da vielleicht irgendwas mit kaputt kriegen oder so, aber das geht ja offenbar auch nicht.
Kann ich damit irgendwas machen? Den Sensor oder so auch nicht. Desinfektionsmittel kann ich auch auf nichts anwenden. Also ich stehe jetzt tatsächlich gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Kann ich mit ihm... Jetzt kann ich mit ihm noch nicht mal reden. Hallo? Nö, ich kann mit ihm gar nicht mal reden. Ja, geil. Konsole? Ich benötige die passende Keycard, um die Bewegungsmelder abzuschalten. Ach so! Nee. Der Bewegungsmelder hat für heute Feierabend. Ach, ich bin so doof. Oh. Mist. Der Eingang zum Rechenzentrum wird bewacht. Und jetzt? Sie haben nicht zufällig eine Nahkampfausbildung oder so? Ein Spaßvogel sind Sie also auch. Ich lass mir schon was einfallen. Okay. Schwer bewaffnet. Schwer bewaffnet. Ja, das ist doch toll. Der Eingang zum Rechenzentrum. Wir müssen da um jeden Preis rein. Ein Sprinklerkopf der Feuerlöschanlage. Im Fall eines Brandes bringt das erhitzte Wasser ein Glasröhrchen zum Platzen und das Löschwasser kann rauslaufen. Das wäre auch zu laut, ne? Echt jetzt? Ich ziele auf den Sprinklerkopf. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Scheiße. Das funktioniert. Was soll das denn jetzt? Sicher eine Fehlfunktion. Ich stell das ab. Du hältst hier die Stellung. Oh. Prima. Einer weniger. Ja, und nun? Oh, so einfach ist es nicht, oder? Ups. Ich muss aufpassen, dass ich nicht im Wasser stehe. Sorry. Ist der tot? Nein, der schläft nur. Wir müssen weiter. Dann schnell rein. Verschließen Sie die Tür. Ich werde mich ins System einloggen und auf die Deaktivierung der Firewall warten. Hoffentlich hat Ihr Freund Erfolg. Darauf können Sie wetten. Öffnen Sie die Tür! Scheiße. Und jetzt? Keine Angst. Das ist eine stabile Sicherheitstür. Mit Gewalt ist da nicht viel zu machen. Ach, wirklich? Aha. Mist. Mit so viel Gewalt hatte ich allerdings nicht gerechnet. Sie müssen ihn aufhalten. Und wie soll ich das anstellen? Ach, was frage ich dessen Streber? Lassen Sie sich was einfallen. Ich muss mich um die Neuprogrammierung kümmern. Na schön. Wenn der Typ hier reinkommt, wird er sein blaues Wunder erleben. Ja, aber wie? Oh, Moment. Seit wann sind Brandschutzschränke verschlossen? Ist ja wie ein verriegelter Notausgang. Ja, das ist ja geil. Haben wir irgendwas zum Einschlagen hier? Wir haben doch... Ah, nee, wir haben das nicht mehr dabei. Geht das Ding kaputt, ne? Oh. Ich nehme die Axt mal an mich. Ja, geil. Okay. Dann, was mache ich jetzt mit der Axt? Eine große Axt, wie sie die Feuerwehr benutzt. Ja, ist jetzt die Frage. Muss ich da dran? Also... Ich sollte dem Kerl nicht auch noch helfen, hier reinzukommen. Ja, ich dachte aber, vielleicht stellt sie sich dann irgendwie dahin. Der Söldner schweißt die Tür auf. Lang wird er nicht mehr brauchen. Ich muss ihn irgendwie aufhalten, wenn er reinkommt. Ja, ich weiß. Ich bin doch schon dabei. Muss man denn irgendwas mit der Axt machen hier? Ich krieg hier gerade richtig die Krise. Da kann man auch nichts mehr machen. Haben wir denn hier noch irgendwas, was wir nicht... Ah, okay, Moment. Das Rohr hatte ich nicht gesehen. Ein gezielter Hieb und dann sofort in Deckung gehen. Da war wohl nichts mit eingezielten Feuer, doch.
Keine Bewegung. Gute Arbeit. Jetzt sollte sich Ihr Freund aber wirklich beeilen. Ja, aber irgendwie war das jetzt unlogisch, weil der hatte doch Schutzausrüstung und alles an. Jetzt ist der immer noch nicht da hochgeklettert. Oh, jetzt steht er auch noch im Regen. Wir können abhauen. Nina, ich habe schon mal die Motorräder bereitgestellt. War ja klar. Verriegelt. Und die Keycard funktioniert hier nicht. Ja, natürlich. Kann man die denn benutzen, um da... Transformatorengebäude? Ich muss da rein und die Stromversorgung unterbrechen. Kann ich denn sonst noch irgendwo hier hingehen? Nee, ne? Ich habe nur die Tür oder das Gebäude selber. Aber das geht war ja klar. Nicht. Verriegelt. Und die Keycard funktioniert hier nicht. Keycard. Walkie-talkie. Kann man da was machen? Ob sich das elektronische Schloss vielleicht von der Zentrale aus öffnen lässt? Ah. Ich frag mal nach. Nina für Max. Kannst du mich hören? Laut und deutlich. Alles klar bei dir? Wir könnten den Blackout jetzt langsam brauchen. Ich bin vom Generatorgebäude. Die Tür ist elektronisch gesichert. Weiß nicht, wie ich sie öffnen soll. Könnt ihr da von der Zentrale aus was machen? Ich frag den Experten. Sekunde. Max, es geht. Wir brauchen nur die Kennung der Tür. Dann kann Juri die Verriegelung vom Rechner auslösen. Gut, ich schau mal, ob ich die Kennung finde. Beeil dich bitte. Was für eine Kennung? Ohne Werkzeug wird das nicht gehen. Ah, ja, komm. Wir sind doch hier Schlüssel... Funktioniert doch immer wieder erstaunlich gut, so ein Schlüsselkartenschraubendreher. Ich wollte gerade sagen, oh Gott. Kennung ist das hier, oder? Na, wenn das mal nicht die besagte Kennung dieses Schlosses ist. Walkie-talkie? Nee, das geht nicht. Kabel? Muss ich hier raus erstmal, damit ich das... ich komme hier gar nicht. Ja doch, jetzt. Die Kennung lautet XJ3486. Ich geb's weiter. Ist sicher gleich erledigt. Okay, beeilt euch. Hervorragend. Er hat's geschafft. Dann drücken Sie mal die Daumen, dass das mit der Deaktivierung des Stabilisierungsfelds klappt. Sie machen das schon. Was zum Teufel ist hier los? Wir müssen hier raus. Ohne mich. Ich muss das zu Ende bringen. Binden Sie mich gefälligst los. Einige Tage später. Ja, ich will. Der Meisterdieb setzte sich mit der erhaltenen Belohnung zur Ruhe. Über zwei Jahrtausende später widmete man ihm mehrere Computerspiele. Seine Leiche war nicht auffindbar. Hat er überlebt? Nach einer schlimmen Erkältung, die er sich in den eisigen Straßen von Florenz zuzog, kehrte An-Nasir als gemachter Mann in seine Heimat Ägypten zurück und schwor, nie mehr einen Fuß in diese unwirtliche Stadt zu setzen. Ließ sich von seinem Meister malen und wurde als vitruvianischer Mensch berühmter als Mona Lisa. Als man herausfand, dass Mona Lisa eigentlich ein Anagramm für Monsalai, deutsch Mein Salai, war, Leonardo also mit dem Gemälde seinen heimlichen Geliebten verewigt hatte, floh das homosexuelle Multitalent mit den Worten »Dort weiß man wenigstens noch, was Toleranz bedeutet« in die neue Welt. Hat sich von der Niederlage gegen Ninas Spielzeug nie richtig erholt. Nach einem kompletten Redesign wechselte er in den Polizeidienst. Bekam Murphy als Partner. Dank ihnen ist San Francisco nun die sicherste Stadt der Vereinigten Staaten.
Der Polizist fand während des Verhörs große Mengen selbstgebrannten Alkohols, den der Kioskbesitzer an Minderjährige verkaufte. Oh. Nach seiner Verurteilung musste er 200 Sozialstunden ableisten und für das ESRB Alterseinstufungen für Computer- und Videospiele erstellen. Er arbeitet weiter im CERN, wird demnächst das legendäre Higgs-Teilchen entdecken und dafür den Nobelpreis erhalten. So viel Spaß wie im CERN hatte das rote Telefon noch nicht mal zu Zeiten des Kalten Krieges während der Kuba-Krise. Auf der Suche nach neuen Herausforderungen hat es sich nun in Nordkorea und im Iran beworben. Wurden höchstwahrscheinlich von dem schwarzen Loch verschluckt, das sich kurz vor Abbruch des Experiments aufgetan hat. Wurde von Nina unmittelbar nach der Entführung von Max aufgesucht. Er empfahl ihr auf eigene Faust, dem Hinweis mit dem Nabelberg nachzugehen und spendierte ihr sogar das Flugticket in die Türkei. Hatte in Geheimakte 3 leider keinen Auftritt, wofür wir uns hier in aller Form mit diesem Bild entschuldigen. Begegnete einem Türken, der ebenfalls sein Gedächtnis verloren hatte. Gemeinsam gründeten sie eine Detektei, die sich mit Grabräuberei beschäftigt. Aber das ist eine andere Geschichte. Nina und Max erlebten nach der Hochzeit unglaubliche Flitterwochen in Australien. Sie gewannen sowohl die Henley-on-Todd-Regatta in Alice Springs als auch die Bierdosen-Regatta in Darwin. Cassandra kam leider zu spät zurück in ihre Zentrale und musste mit ansehen, wie das Pi-Virus 99% aller Computer weltweit infizierte. Daraufhin schwor sie den Bits und Bytes ab und bastelt seitdem aus dem Elektronikschrott kleine Roboterskulpturen, die sie auf der Straße verkauft. Dank Ninas tatkräftiger Mithilfe fanden die geheimnisvollen Wächter zu alter Stärke zurück und werden die Menschheit hoffentlich bis in ferne Zukunft vor sich selbst schützen. Ja, das war doch mal ein richtig, richtig geiles Ende. Irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass wir tatsächlich das gute Ende bekommen haben. Oh, was bin ich froh. Ich dachte echt einmal, ich habe mich jetzt total falsch entschieden, als ich da auf Schnelligkeit gedrängt hatte und hatte gedacht, wahrscheinlich hätte ich die noch ablenken müssen, damit sie ein bisschen mehr Zeit hatte, weil die dann plötzlich ja da reingestürmt kam in dem Moment und alles. Und da habe ich schon Panik, nee, jetzt hast du dich falsch entschieden. Jetzt geht das Ganze zu Ende oder so. Aber im Endeffekt bin ich doch noch richtig, richtig froh über meine Entscheidung gewesen. Auch wenn sie, wie gesagt, in Eifer des Gefechts schnell getroffen werden musste. Ich fand das Spiel an sich, also anfangs habe ich gedacht, storymäßig vielleicht nicht so gut wie das Original. Mal gucken, was noch draus wird. Und ja, ich war ein bisschen getriggert wegen der Stimme, weil ich immer noch meine, dass das nicht die Originalstimme gewesen ist. Wobei zum Ende hin habe ich das jetzt nicht mehr so empfunden. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber das Spiel an sich fand ich mal wieder richtig, richtig gut. Gut, Logiklücken oder so wollen wir jetzt mal nicht drüber nachdenken. Aber es hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Auch die Rätsel haben großen Spaß gemacht. Und ich bin sogar über mir hinausgewachsen teilweise. Auch wenn ich ein paar Mal am Verzweifeln war, weil ich nicht genau wusste, was ich jetzt mit den neuen Sachen machen sollte, die ich gerade bekommen hatte. Aber es hat sich ja noch alles in Wohlgefallen aufgelöst und das ist super. Ja, ihr schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Spiel gefunden habt, wie ihr das Let's Play fandet, ob es Logikfehler enthalten hat, die ihr gesehen habt oder nicht. Und ich will eigentlich auch nicht mehr so viel dazu sagen. Also ich fand es wirklich gut. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Und ja, es gibt noch einen vierten Teil. Der soll aber, wie ich gehört habe, nicht mehr ganz so lange sein, weil das so eine Art Zusatz nur noch ist. Und den werden wir auf jeden Fall hier auch noch veröffentlichen auf dem Channel. So, eine Urkunde. Die Auswertung der Statistik hat ergeben, dass sie so gut waren, dass sie sich damit automatisch für weitere anstehende Weltenretteraufgaben qualifiziert haben. Das ist doch toll. Mal wieder die Welt gerettet. Aber ich glaube, den Titel kann ich nicht nehmen. Den habe ich schon im letzten Let's Play verwendet. 10 Speichervorgänge. Ja, das könnte sein. Gelaufene Meter. Oha, Lupenfunktion benutzt. Rechte Maustaste, linke Maustaste, Spielzeit in Minuten. Ja. Sagt mir jetzt alles nichts, diese Statistik, aber egal. Ein Bild dieser Urkunde wurde gespeichert. Aha, okay.
Ich mache mir trotzdem noch eins. Ha. Ja, mir bleibt dann auch nichts anderes mehr zu tun, als mich zu bedanken, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play. Ciao! Einen Arzt! Wir brauchen einen Arzt! Nina! Rosebud! Nein, 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 nein! So kann ich nicht arbeiten! Ihr findet mich in meinem Wohnwagen. Sieh dir das an. Was ist das? Das ist eine unterirdische Zisterne. Ein Bewässerungs- und Kanalisationssystem, das vor über 10.000 Jahren errichtet wurde. Ich bin klitschnass, mir ist eiskalt und ich stinke widerlich nach Fisch. Ich verlange eine Erschwerniszulage. Da ist er also abgeblieben. Hey, was? Cut. So, alles im Kasten. Feierabend. Wir sehen uns dann am Montag. Schönes Wochenende. Hey, wartet! Hey! Letztes Jahr war ich im Urlaub in der Sahara. Da ist es schön trocken und man kann mal wieder so richtig die Batterien aufladen. Nur der Sand hat mir zu schaffen gemacht. Bekomme ich jetzt mein eigenes Spiel? Nein! Nein. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.